reingucken? Doppelback. Und zwar die ganz neue Version. In grün. Ihr wisst ja, ich bin eigentlich kein Fan von diesem Laden. Ich fand diesen Rucksack so ansprechend. Und diese Funktion von dem Rucksack, dass ich mich doch überwunden habe, was zu bestellen. Gerade für die Arbeit. Weil ihr kennt das ja, ne? Man fährt mit dem Fahrrad oder man geht ein paar Meter zu Fuß, es regnet, der ganze Innenraum des Rucksacks ist feucht, inklusive euer Essen, ihr habt vielleicht noch ein Portemonnaie im Rucksack und alles ist glitschnass. Retourenlabel. Die Rückweg-Postkarte. Das haben sie den doch verbogen, ne? Ganz schön reingequetscht, das Ding. Der sieht aber schon geil aus. Alter, ist das ein Gerät. Okay, der ist leer. Also ich muss ja sagen, für den Preis, nur ich glaube, der ist für die Arbeit viel zu groß. Da passt ja ein Schlauchboot rein. Guckt euch das Ding an. Ich meine, gut, laut Information auf Revolution Race soll man den Rucksack noch komprimieren können. So, dann packen wir mal die dämliche Folie aus und gucken uns das Ding mal an. Halleluja. Ne? So ein, wie nennen die das? Duffelbag? Gucken wir uns das Ding mal an. Also, hier vorne ist so eine Art Gummierung. Hier oben ist das so mit Stoff überzogen. Die Seite ist so ein bisschen verstärkt. Boah. Könnt ihr das? Das ist schwer zu sehen. Wenn man hier ist eine poröse Stelle und hier auch, und überall ist das eigentlich ganz gut verarbeitet, nur halt hier seht ihr das, und ich wusste es, da kriege ich schon wieder Versteht ihr, was ich meine? Revolution Race als Top-Marke angepriesen und dann sowas. Ich meine, es gibt ja immer Leute, die haben bei irgendwelchen Firmen noch nie bestellt. Und um die auch noch in die Hand zu bekommen, da sollte ich doch die Ware überprüfen. Versteht ihr, was ich meine? Und hier wurde noch mit Hand was draufgeschrieben. Zweimal. Da muss ich doch da die Ware mal überprüfen, ob die korrekt ist. Also, ich weiß nicht. Also, da schreibe ich die mal an. Dass das nicht sein kann. Also wenn man den da so in den Karton reinquetscht. Also ich bin mir nicht sicher, ob das Ding... Das sieht mir aus wie B-Ware.
Also, egal. Reklamation. Später. So. Machen wir mal die Tür zu. Hier die Beine. Also das Tragesystem ist ja eigentlich... Das ist nicht schlecht, aber ihr seht ganz genau, durch dieses Falten habt ihr im Material von dem Riemen so Beulen und sieht halt unschön aus. Und ich bezweifle, dass das irgendwie weggeht. Also für einen neuen Rucksack bin ich der Meinung, ich weiß nicht, also versteht ihr, was ich meine? So eine Riesenmarke und dann darf doch sowas nicht passieren. Die Taschen waren, glaube ich, rechts und links. Nein, nur auf der linken Seite. So. Boah, ich denke mal, hier kann man ein Handy reinpacken. Urfreie Wasserabweisung für höchste Performance. So, hier das fette Logo. Hier so eine kleine Tasche. Ich weiß nicht, ob ihr da jetzt was erkennen könnt. Ihr habt hier eine Tasche. Hier eine Tasche. Die sind auch noch mal so ganz, ganz leicht gummiert. Ja, beide. Ja. Das ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Hier ist noch eine Tasche. SBS. Also es scheint kein mir bekannter Markenreißverschluss zu sein. Oh, nicht gut. Naja. Hier oben soll man irgendwie für einen Laptop oder für ein Tablet Platz haben. Ist auch. Also, ich habe schon eine Menge Rucksäcke gehabt, ne? Die Idee ist geil. Helf mir mal auf die Sprünge. Also ich bezweifle das, dass die Reißverschlüsse auch halten. Ich kann mir das nicht vorstellen. Keine Ahnung. Also. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Gerät warm werden kann. Ich kann zu vielen Produkten sagen, ey, das kann man kaufen. Okay. Ich werde die mal kontaktieren, was die sich da einfallen lassen haben. Und dann sehen wir weiter. Ciao, ciao.